Gummo, 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 wir sind wieder hier vereint in den Minenkraften auf der Switch, ja logisch, und heute werden wir hier in der allerechten Bedrock Edition unsere Farm ein wenig weiterbilden. Ihr seht, wir haben schon ein wenig angefangen, sie ist quasi, man könnte sagen, halb fertig. Wir wollen quasi um unser Schiffswrack herum unsere Farm expandieren und eben auch wieder dafür sorgen, dass wir Kartoffeln anbauen können, weil bisher ist hier nur Weizen angepflanzt und wir brauchen die Kartoffeln. Es wird also sehr wild, also dementsprechend jetzt den Daumen nach oben reinschallern, vielen, vielen Moin und die Glocke aktivieren, wenn ihr natürlich auf Ehrenbasis Abonnent seid. Vielen Dank und nunmehr geht's weiter in den Aal. Ja klar, wir kennen da natürlich nichts. Wir kennen da keine Pausen. Es muss sein. Ja, moin. Ja, freue mich, dass ihr da seid. Willkommen, willkommen, willkommen. Ich will heute mit euch, während wir hier so ein bisschen am Bauen sind und dies und das, so ein bisschen weiter an unserem Haus arbeiten, über eine ganz bestimmte Sache reden, die für mich am heutigen Tage passiert ist. Und zwar hat Nintendo bisher... Ja, zu der Zeit, wo ich das aufnehme, Nintendo Japan, ein Video veröffentlicht, in dem sie Mario Strikers Battle League Football bei uns hierzulande veröffentlicht haben. Einen brandneuen Trailer, 5 Minuten Gameplay und, also wie gesagt, bis zum jetzigen Zeitpunkt kam der Trailer noch nicht auf Deutsch oder auf Englisch raus. Es war ausschließlich den japanischen Zuschauern, vorbehalten, das zu sehen. Finde ich ein bisschen schade, aber so ist es halt eben. Aber wir dürfen es ja trotzdem uns anschauen. Na klar, auf ihrem Basis. Danke, Nintendo, dass sie uns... ich meine, wenn wir uns Level 5 anschauen, die schalten irgendwelche Events teilweise, also so Yo-Kai Watch Anniversaries schalten die gerne mal auf Japan Only. So, dass man dieses Event XY von Yo-Kai Watch... Letztes Jahr war es ja auch so, dass man das eben nur schauen kann, wenn man sich im japanischen Internet befindet. Also, indem man VPN benutzt oder in Japan wohnt, so. Na, so krass ist Nintendo zum Glück nicht drauf. Ja, da können wir äußerst froh sein. Danke, Nintendo, an der Stelle. Ja, und darüber wollen wir heute reden. Was ist denn alles so passiert in diesem Trailer? Prinzipiell, ich habe jetzt einmal reingeschaut. Ich habe überlegt, ein Video zu machen und dachte mir dann so... Weiß ich nicht, ist das überhaupt für ein Video interessant genug? So? Na, ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen und allein deswegen schon denke ich mir, nee, komm, weißt du, so ein eigenes Video ist es jetzt nicht wert. Vielleicht, wenn ein deutscher Trailer gekommen wäre, dann hätte ich es vielleicht ebenfalls gemacht, aber so erstmal, nö. Dementsprechend machen wir das hier, ja. Und es gibt einige neue Funktionen, die in diesem Spiel zukommen. Ich hatte am Anfang ja wirklich schon ein bisschen Sorgen gehabt, dass das Mario Strikers zu Release ein, man könnte sagen, vergleichsweise leeres Spiel wird. Ich habe da ja auch schon über dieses Thema vor ein paar Parts drüber geredet, als wir eben über diese Splatoon-Thematik und Nintendo Switch Sports geredet haben, dass ich der Ansicht bin, Nintendo Switch Sports ist jetzt nochmal hier im Nachhinein gesagt, ja. Es ist mit 6 Sportarten natürlich voller und natürlich auch den Online-Modi voller als das, was man damals in Wii Sports gesehen hat. Das ist aber, muss man dazu auch sagen, 16 Jahre später auch irgendwo eine Pflicht. Und entschuldigen Sie sehr. Und das ist 16 Jahre später einfach eine verdammte Pflicht. Ja, wenn man gerade auch davon ausgeht, dass das Spiel 10 Euro mehr kostet als Wii Sports damals. Also ich bin mir sicher, wenn man es damals Retail kaufen konnte, und ich glaube, das ging, dann bin ich der Meinung, und ich meine zu wissen, dass es damals 40 Euro gekostet hat. Ne, was halt damals so diese, man könnte sagen, Wii-Preise waren oder auch 3DS-Preise und so. Ja, und deswegen kann man eigentlich sagen, so ja, also für 50 Euro kann man eigentlich erwarten, dass das Spiel
mehr Inhalt hat als Wii Sports vor verdammt 16 Jahren. Mit 6 Sportarten und hier und da Ranked-Modus und so. Kann man schon erwarten auf einer gewissen Art und Weise. Ja, ja. Und ja, nochmal im Nachhinein betrachtet, ja, das Spiel ist halt schon echt. Also Nintendo Switch Sports, ja, es ist schon etwas leer, oder? Also ich glaube, das war nix, ne? Das war nix mit Switch Sports. Das war sehr traurig, was da passiert ist. Ja, Rip und F geht raus, ne, an Nintendo Switch Sports, ja. Ich denke, das wird's videomäßig damit gewesen sein. Ich werde wahrscheinlich kein einziges Video mehr dazu machen, denn lasst mich das auch nochmal ganz kurz hier, ne? Also ihr müsst wissen, die Nintendo PR kam kurz vor Release auf mich zu und hatte mich auf ein Switch Sports Event eingeladen, wo ich dankend ablehnen musste, aufgrund von etwas Privatem, das dazwischen kam, und aus dem Grunde, dass dieses Event nach dem Release von Switch Sports stattfindet, wo ich mir denke so, okay, es ist cool, dass man dieses Event macht, aber wäre es rein logisch betrachtet nicht eigentlich besser gewesen, dieses Event vor Release zu machen? Ich meine, es gab einige Events, die waren vor Release seitens Nintendo. Es gab ein Switch Sports Event im April. Aber jetzt nochmal im Mai eins zu bekommen, mit wahrscheinlich einer Version, die deckungsgleich ist der Release-Version, wenn nicht sogar Beta-Start, also nicht Beta, aber so diese, ihr kennt diese Pre-Version, diese Pre-Release-Version, die kurz vor Release eben für solche Demo-Zwecke verwendet werden. Irgendwie so ein Ding. Nee, da bin ich halt leider raus. Einmal ganz kurz. Wo ist meine Hacke? Habe ich keine Hacke? Ich hatte doch eine Hacke gehabt. Egal, wir machen uns neu. Ne, und daher muss ich da wirklich leider dankend ablehnen, dass man ein Switch Sports Event nach dem Release von Switch Sports veranstaltet. Ist nicht böse gemeint, aber ich finde den Sinn irgendwo so ein bisschen nicht gegeben, weil Events kann ich so auch hier zu Hause machen und Videos dazu machen. Da muss ich jetzt nicht irgendwo hinfahren und wisst ihr, wie ich meine? Wir drehen uns im Kreis. Dementsprechend, ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war der Punkt, dass gesagt worden ist von Seiten der PR, wir werden an Release auch auf jeden Fall an dich denken. Und jetzt kommt das Ding. Wisst ihr, was ich zu Release bekommen habe? Ich habe das, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Jetzt sage ich es euch mal hier gesondert. Ich habe für ein Spiel, bei dem in der physischen Version ein Beingurt beiliegt, wisst ihr, was ich da bekommen habe? Ich habe einen Download-Code bekommen. Nachdem ich mir das Spiel, hold it, 2 Tage vor Release gekauft habe. Ja. Ich bekomme eine digitale Version, ich bekomme eine Code-Version, die ich schon allein deswegen nicht benötige, weil ich mir das Spiel halt schon mal vorher gekauft habe. Und auf der anderen Seite, also abgesehen davon, dass in dem Falle eine physische Version und eine digitale Version vollkommen unnötig gewesen wäre, weil ich das Spiel ja schon selbst gekauft habe, eben aus dem Grunde, weil man sich da leider in den letzten Jahren immer weniger auf Nintendo verlassen konnte bezüglich der ich sag mal, der Review-Keys mit Pre-Release Herausgabe und so. Mit der Entscheidung bin ich ja fein. Ich meine, ich habe nichts falsch gemacht, aber gut, ich muss trotzdem drunter leiden. Finde ich schade, aber na gut, was willst du machen? Ne? Andere YouTube-Kanäle wie IGN und so weiter werden höchstwahrscheinlich, wenn sie ihre Review-Keys 2-3 Wochen, einen Monat, was weiß ich, ein Jahr vor Release bekommen und da schon mal alles durchboxen dürfen, ne, die werden sich wahrscheinlich sehr an ihre Vorgaben halten. Ja, logisch. Aber gut, wie gesagt, damit bin ich fein. Habe ich abgeschlossen mit.
Und ja, was ich einfach nur sagen möchte ist, heilige Scheiße, wieso schickt man mir denn einen Review-Key am Freitag, wenn ich das Spiel am Donnerstag oder war es Mittwoch, vielleicht war es auch Donnerstag, gekauft habe. Verstehe ich nicht so ganz, finde ich nicht so ganz schlüssig, muss ich ehrlicherweise leider sagen. Daher habe ich den Key natürlich auch gar nicht angenommen. Weil wozu? Was will ich? Was will ich? Was will ich mit so einem Ding? Was will ich denn damit? So, das mögt mir meine Switch zu. Das mögt meine 1 TB Festplatte zu. Literally meine 1 TB SD-Karte wird da einfach mit zugemüllt. Kann ich gar nicht gebrauchen so. Daher, ja. Nein, danke. Aber Mario Strikers Battle League Football, um wieder darauf zurückzukommen. Ja klar, jetzt fragt ihr euch, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Naja, wie gesagt, Nintendo Switch Sports ist halt schon ein scheiß leeres Spiel, oder? Also verdammt leer. 6 Sportarten. Eine Sportart, bei der man davon ausgehen kann, yo, Wii Sports, damals, da war Golf zu Release mit dabei. Also, was ist das Problem, also quasi den Golfmodus auch bei Nintendo Switch Sports zu Release reinzubringen? Was ist da das Problem? Haben wir es hier wieder etwa mit einem gerushten Spiel zu tun? Fragezeichen. Und genau jetzt möchte ich hier eben auf den Punkt kommen, den ich am Anfang des Videos gesagt habe. Und zwar habe ich Angst gehabt und irgendwo immer noch Angst, dass Mario Strikers Battle League Football zu Release ein halbfertiges Spiel wird, wie damals Splatoon und eben Nintendo Switch Sports. Bestes Beispiel. Also ihr wisst, ne, diese Art von Nintendo-Spiele, wo quasi das Spiel halbfertig rauskommt und mit Day-One-Patches nachgepatcht werden muss. Oh, Grüße gehen raus an Pokémon Strahlender Diamant, Leuchtende Perle. Waren die nicht auch halbfertig? Gut, das lag an Game Freak, aber naja. Apfel fällt nicht weit vom Stamm, könnte man hier sagen. Ja, moin. Und man könnte vielleicht sagen, meine Angst ist sogar vielleicht ein bisschen berechtigt. Was denkt ihr? Denkt ihr, meine Angst ist berechtigt, dass auch Mario Strikers Battle League Football Unrelease ein verdammt leeres Spiel sein wird? Können wir davon ausgehen? Ich hoffe es nicht. Das, was ich im Trailer gesehen habe, ist schon mal einigermaßen vielversprechend. Wir haben einige neue Techniken gesehen. Ich habe zumindest gesehen, dass man die Stadien jetzt auch irgendwie so mixen kann. Also ihr müsst wissen, so ungefähr so mixen, wie damals bei den Mario und Luigi Spielen. Damals. In denen es auch eben möglich war, könnt ihr euch noch an diese Badges erinnern? Diese, mir fällt jetzt gerade der deutsche Name dafür nicht ein. Diese, nicht Bänder, aber die Mario und Luigi eben haben die Badges, verschiedenste Werte einnehmen zu können oder Effekte oder so. Das ist ja auch jetzt in Mario Strikers Battle League Football so ein bisschen das Ding. Man kann nämlich Stadienhälften miteinander kombinieren. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie sagen möchte, ich möchte, keine Ahnung, was war das für ein Stadion, dass das Peach Stadion oder das Bowser Stadion miteinander vereinen, dann ist die eine Hälfte eben das Peach Stadion jetzt zum Beispiel oder von mir aus Pilz Stadion, das andere das Bowser Stadion. Das ist schon sehr, sehr nice. Charaktermäßig, lass uns mal ganz kurz darüber reden. Wobei, bevor wir das ansprechen, weitere neue Features. Und zwar habe ich das gesehen gehabt. Das war ziemlich nice eigentlich. Und zwar kann man jetzt seine Companions, seine Teamspieler, wenn sie den Ball haben, nach vorne kicken. Also wenn man hinter ihnen steht, nach vorne kicken, um einen Geschwindigkeitsboost bei denen auszulösen. Also man kann seine eigenen Spieler grätschen. Und ich glaube, das gab es im Wii-Teil nicht und im GameCube-Teil ja sowieso nicht. Also das war ja so, also das Spiel war leer. Das war, also, wow. Es gab einen freispielbaren Charakter und das war hier diese Roboter-Armee. Ich habe deren Namen vergessen. Ich glaube nicht, dass sie das Pendant zu Rob aus Mario Kart DS sind. Aber jedenfalls, diese dieses Feature mit dem nach vorne kicken, das gab es damals halt nicht. So. Und jetzt würde ich sagen, na, nachdem wir das geklärt hätten, und ich muss auch sagen, ganz kurz, ne? Ich finde das nice. Ja, das sind neue Features, die finde ich gut. Ich finde es gut, dass Next Level Games
die Serie ebenfalls erweitert, ja, und eben auch mit neuen Gimmicks um die Ecke kommt. Ich meine, ja, was soll man sagen, wenn man sich da die... Also zum Beispiel, ich mag die Paper Mario-Reihe, ich finde auch die neuesten Spiele ganz gut, aber diese Geschichte von wegen Tots dürfen nie anders sein, so, die dürfen keine Kostüme tragen und so, wie, also alles das, was Paper Mario The Thousand Year Door richtig gemacht hat und seitdem eben falsch gemacht worden ist, weil Miyamoto das doch so ganz sich so ganz doll gewünscht hat, dass es so zu sein hat. Während das bei eben Intelligent Systems der Fall ist, denkt sich Next Level Games so, ja, wir haben einfach alle Freiheiten, die wir haben können, und Miyamoto interessiert sich wahrscheinlich gerade einen Scheißdreck darum, was wir hier gerade treiben. Okay, so krass wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist er auch gerade so ein bisschen mit dem Mario-Film beschäftigt und hat das mit Mario Strikers nicht so ganz auf dem Schirm. Man muss ja auch sagen, der Bruder wird auch ein bisschen älter. Wollen Sie auf irgendwas andeuten, Kai? Ansage und Mois? Nein, möchte lediglich sagen, der gute Herr Miyamoto, der wird gerade wahrscheinlich andere Sachen zu tun haben, als sich darum zu kümmern, ob jetzt in Mario Strikers die Tots auch alle schon gleich aussehen. Wobei ich glaube sogar, dass sie alle gleich aussehen. Also ich habe jetzt zumindest bis auf die Änderung der Farbe der Tots nichts anderes finden können. Aber ich denke, da werden die Outfits wahrscheinlich die Customization-Vorteile geben. Denn ja, Alter, habt ihr das mitbekommen? Apropos Customization. Jungs. Man kann in Mario Strikers Battle League Football, wie es aussieht, extrem mit Ausrüstungsgegenständen arbeiten und seine Charaktere damit anlegen, um auch eben verschiedenste Werte abzuändern, wie zum Beispiel, ich denke mal, Schusskraft, Zweikampfstärke oder halt eben Dribbling, vielleicht auch Schussstärke oder so, Eigengewicht oder Geschwindigkeit, all eben solche Dinge können mit gewissen Ausrüstungsgegenständen erhöht oder verringert werden. Das ist eine ziemlich nice Sache. Das heißt, man kann sich so eben seinen, ich sag mal, besten Charakter bauen, seiner Meinung nach, und gibt da auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz für, ich sag mal, nicht nur Eigeninterpretation. Oh, was ist da hinten los? Die Fischis und der Tintenfisch. Na klar, die Brüder vereint. Ja, also man kann eben sämtliche Charaktere, und ich hoffe, es ist dann auch bei den Companions, also bei den Mobs wie Todd oder Cooper, so, dass man eben dann auch die Customization-mäßig verändern kann mit Ausrüstungsgegenständen. Dass man denen einen Helm gibt, der Geschwindigkeit plus 5 gibt oder sowas. Aber ja, wirklich, eine sehr gute Richtung, in die da Next Level Games geht. Und allein deswegen schon habe ich dieses Gefühl schon mal ein bisschen weniger, dass das Spiel zu Release leer sein könnte. Eben aus dem einfachen Grund, weil eben diese ganzen Parameter der Charaktere umgeändert werden können und man eben... ja, freispielbare Items bekommen kann oder vielleicht sogar kaufen kann. Vielleicht gibt es einen Shop oder so. Stell mal vor, es gibt sogar Seasons in dem Game. Alter, wie geil wäre das denn? Daher, ich bin ultra gespannt, wie das Spiel wird. Ich werde es natürlich auf jeden Fall spielen, so. Da müsst ihr euch keine Sorgen drum machen. Also da kann mir diesmal nicht ein Mitarbeiter einer Konstitution reinfunken, indem er mir mein Switch-Key nicht geben will, für den ich mich beworben habe. Falls ihr euch erinnert. Grüße gehen raus. Und ja, werde mir das Spiel selbst kaufen. So, weil, wie gesagt, auf Nintendo kann man da leider nicht mehr zählen. Ich meine, das Allercoolste, womit ich rechnen würde, wo ich dann natürlich auch in den Videos mit performen würde, was Nintendo hier und da tut, in letzter Zeit leider ein bisschen seltener. Deswegen erwarte ich das auch gar nicht mehr. Weil ich mir denke, ja, das kriegt da wahrscheinlich nur jemand, der 1 Million Abos auf YouTube hat oder so. Oder IGN. Oder was weiß ich. Welches digitale Klatschblatt
mit Nintendo in Kontakt steht. Dass eben vielleicht so ein Trikot oder so irgendwie bekommbar wäre, womit ich in den Videos mit performen könnte. Das wäre nice. Ja, ich plane ja auch einen Game Rap zu Mario Strikers Battle League Football zu machen. Ey, wisst ihr, wie sehr oder wie gerne ich dazu mit einem Trikot performen würde, so? Wieso gehe ich von einem Trikot aus? Naja, letztes Jahr zu Mario Golf Super Rush war es, glaube ich, habe ich zu Release ein Golf-Shirt, ein Golf-Polo-Hemd bekommen. Und da fällt natürlich der Apfel nicht weit vom Stamm, wenn man dann die Hoffnung hat, dass entweder der My Nintendo Store oder wenn Nintendo so gnädig oder so gütig ist und so etwas auch vielleicht dann statt eines Spiels. Ja, was will ich denn nach Release mit einem Spiel? Da gibt mir doch kein Spiel, sondern gibt mir vielleicht etwas anderes, mit dem ich arbeiten kann, weil das Spiel hole ich mir selber so. Weiß ich nicht. Ich kann da einfach nicht mehr. Also, es bringt mir auch nichts, ein zweites physisches Muster oder einen digitalen Key zu bekommen. Da kann ich ja per se nichts mehr mit anfangen, wenn ich das Spiel am Mittwoch oder Dienstag oder vielleicht noch ein bisschen früher bekomme, Nintendo. Daher ist das eben etwas, mit dem ich nicht so arbeiten kann. Aber wenn es irgendwas gibt, so von wegen Trikots oder so, ey, Bro. Ich würde das wahrscheinlich in jedem Stream oder in jedem Video tragen. Ungewaschen natürlich. Na klar. Das wär wirklich da. Und ansonsten, keine Ahnung, gucke ich halt auf meine Nintendo und kaufe mir das dann da. Ist mir doch scheißegal. So oder so, Mario Strikers Battle League Football, ich freue mich da richtig drauf. Unabhängig davon, ob ich da jetzt in irgendeiner Weise von Nintendo bemustert werde. Den Spaß lasse ich mir am Spiel trotzdem nicht nehmen. Daher, ja, BrüderInnen, was denkt ihr zu Mario Strikers? Denkt ihr, die neuen Funktionen werden je? Oder nicht so je? Schreiben Sie es in die Comments hinein und ich bin dann doch wirklich an der Stelle hinausgeschaltet. Ich bedanke mich fürs Zuschauerisieren und bis zum nächsten Mal. Gehaben Sie sich doch wohl. Tschüss. Na klar.